Ihr Leben ist geprägt von zahlreichen Tiefschlägen. Monatelang galt Nadia Abdel-Farag als verschwunden. Die Bohlen-Ex meldete sich auch bei ihren engsten Freunden nicht mehr, gab kein Lebenszeichen von sich. Mittlerweile ist Nadel wieder aufgetaucht und darf sich über die großzügige Unterstützung von Multimillionär Andreas Ellermann, dem Lebensgefährten von Patricia Blanco, freuen. Er gilt als einer ihrer langjährigsten Vertrauten und sprach aktuell in der Sendung Ellermanns Welt offen mit der 58-Jährigen über ihre finanzielle Situation und ihre Ex-Beziehung mit Pop-Titan und DSDS-Chefjuror Dieter Bohlen. Die beiden waren von 1989 bis ca. 2001 ein Paar, inklusive einiger Unterbrechungen und Skandale. Ich war 11,5 Jahre mit Dieter zusammen. Ich habe den ganzen Haushalt geschmissen. Das volle Programm mit allem, auch die Tiere. Wir hatten 4 Hunde, 2 Pferde. Am schlimmsten war das Fensterputzen. Dieter wollte keine Putzfrau. Obwohl sie als Sängerin für Bohlens Blue System Projekt mitsang, bekam sie keine finanzielle Entschädigung. Ich bekam kein Geld. Dieters Antwort war, du hast genug Geld verdient durch mich. Heute leidet Nadel unter finanziellen Schwierigkeiten, lebt laut Informationen der Bild-Zeitung sogar von Sozialhilfe. Im Gespräch mit Ellermann gab sie in Bezug auf Geld zu, wenn ich welches im Portemonnaie habe, haue ich es raus. Auch wenn ich weiß, es ist nichts mehr auf dem Konto.